So, da sind wir erneut mit bei Let's Adventure Yo Minecraft. Heute wieder mit Miss Jessie und heute spielen wir eine Adventure Map und wir reden über unsere Headset-Mikrofone, was ich vielleicht im letzten Part hätte erwähnen sollen, aber das ist jetzt egal. Das hast du schon erwähnt. Habe ich im letzten Part erwähnt? Ja, das hast du erwähnt, dass wir das über Skype machen, obwohl wir nebeneinander sitzen. Ja, aber nicht mit Headset und so. Ja, aber das ist erklärt sich von selbst, oder? Würde ich sagen. Ja, und wir spielen heute die Map von Eggplay. Habe ich schon gesagt? Ja, habe ich schon gesagt. Aber egal, wir spielen sie von Eggplay. Darf ich vorlesen? Darf ich vorlesen? Ausnahmsweise. Cool. Hallo. Vielen Dank, dass ihr meine Map spielt. Sie hat einiges in Arbeit gekostet. Daher würde ich mich natürlich noch mehr freuen, wenn sie euch gefällt. Ich wünsche viel Spaß. Zumindest die Rechtschreibung ist schon mal gut. Regeln. Erstens, keine Blöcke abbauen. Zweitens, keine Cheats, Hacks, X-Ray, Punkt, Punkt. Score gibt es nicht. Das ist schön. Tag, Nacht, umstellen ist erlaubt. Schwierigkeitsgrad auf Peaceful, Spaß haben. Empfohlenes TP. Mini-Doku-Light. Naja, wir bleiben bei unserem. Achso, Texture-Pack. Steht jetzt bei dir auch da, dass Peaceful ist? Ich weiß es gar nicht. Ich gebe nochmal Difficulty 0 ein, vorsichtshalber. Ja. Mach mal. Peaceful. Okay. Genau. Okay. Map von Eggplay. Minecraft, YouTube, Facebook. Wenn der Spawn bei euch rumspackt, was rumspackt hat und ihr nicht hier drin gespawnt seid, so entschuldige ich mich. Ist kein Problem. Du bist hier gespawnt, ne? Ja, ja. Ich hab dann die Welt im LAN-Modus geschalten. Genau. Ist ja schön, wenn wir nebeneinander setzen, kann ich einfach immer schön LAN-Modus machen. LAN-Modus. Ja. Gut. Los geht's. Oder müssen wir noch irgendwas machen? Nö. Los geht's. Oh mein Gott, ein Buch Aufgaben. Ich lese es mal. Mhm. So, bevor ihr mit der richtigen Map anfangen könnt, möchte ich ein wenig euer Allgemeinwissen auf die Probe stellen. Oh Gott. Oh, ich habe kein Allgemeinwissen. Frage, welche Reihenfolge haben die Farben des Google-Logos? Ich überlege kurz. das ist blau, rot, gelb. Wieso hast du den Google-Browser nochmal offen? Blau, rot. Blau, rot, musst du dir merken, auf einem Schild steht nur blau, rot. Wo ist denn das? Blau, rot, da. So. Wunderbar. Hey. Hoch. Moment. Entschuldigung. So. Ja. Wie heißt die kleinste Speichereinheit beim Computer? Bit. Bit, ne? Ja. Bitty Bit. Bit. Was zeigt ein Barometer? Moment. So, jetzt. Ja, hallo? Bit. ETF! Bit! Danke. Was zeigt ein Barometer? Luftdruck. Hätte ich jetzt auch gesagt. Welcher Planet... Warte, ich muss immer noch mal doppelt drücken, ich komme hier nicht. So. Welcher Planet wird Abendstern genannt? Die Venus, glaube ich. Ja. Jo. Welches ist die Hauptstadt der Schweiz? Bern. Gut. Jessie, warte. Jessie ist Allgemeinwissen. Ich war noch nicht mal drin und... Okay. Red Bull. Also wir haben zwei rote Wolle, weiterer Weg, Blöcke. Dann liest du mal... ich lese Blöcke und du weiterer Weg. Also liest du erstmal das eine Buch da drin noch. Okay. Du darfst dein Minecraft übrigens größer machen, wenn du willst. Nein, das ist okay so. Okay. Das ist schon okay so. So, euer Weg trennt sich nun. Ihr müsst aber nicht traurig sein. Es ist nur für eine gewisse Zeit. Um noch voreinander Abschied zu nehmen, könnt ihr nun nochmal zusammen die Nacht verbringen. Oh, ist das nicht süß. Die beiden Blöcke sollen euch auf dem getrennten Weg aneinander erinnern. Sie werden außerdem später wichtig sein. Ach, wie süß. Die Map gefällt mir. Die ist süß. Oh, die ist goldig. Okay. Wir sollen schlafen. Ja, geh mal heier. Gute Nacht. Gute Nacht. Schlaf schön. Okay. So, wir müssen uns zum Tschüss. Treffen. Tschüss. Mein Weg ist Peak. Meiner ist so ein bisschen Jump'n'Run-lastig. Oh, wie schön. Ich hab ja ein Schild. Fall nicht runter, Smiley. Okay. So, und dann? So. So, nun kommt dein ganz persönlicher Spielplatz, wie du es am liebsten hast. Ich wünsche viel Spaß. Ich bin runtergefallen. Zombies persönlicher Spielplatz. Oh, cool, Jump'n'Run. Ach, die Map gefällt mir. Ich seh's bei dir drüben hier. Alles pink. Und immer wenn ich hier runterfalle, gibt's so schöne Leiter, wo ich wieder hochkomme. Ach, ist das nett. Oh Gott, wie süß. Oh, die ist schön. Ich hab's geschafft. Super, jetzt steigern wir mal ein wenig. So wirst du schon bald ein richtiger Pro. Ich wünsche dir viel Spaß. Jetzt gibt's bestimmt keine Leitern mehr. Wahrscheinlich am Anfang halt. Ja, am Anfang, genau. Fällst du ab hier runter, darfst du zum letzten orangen Block zurückfliegen. Ach, wie nett. Die Map mag mich ja. Ich hab's geschafft. Ich kann hier gar, so gut wie gar nicht runterfallen. Aber gut. Danke sehr, liebe Map. So, ich lauf mal weiter.
Ich habe es nämlich geschafft. Ich bin jetzt in einem Dschungel und sieht schön aus. Und hier ist ein Schild. Moment. Bitte springe auch, wenn du noch nicht fertig gebaut hast. Ihr könnt am Ende beide nochmals bekommen. Was? Was denn? Bitte springe auch, wenn du noch nicht fertig gebaut hast. Ihr könnt am Ende beide nochmals herkommen. Dein Spielplatz. Ein Buch. Okay. Ich warte Okay. mal mit dem Klettern. Soll ich das vielleicht erstmal lesen? Das Lies das Buch, ja. ja. So, da ist er nun, dein ganz persönlicher Spielplatz. Da du im Let's Adventure Your Minecraft 2.0 Folge 11 bei den Jump Runs erwähnt hast, dass du Minecraft, was das Minecraft für dich nicht springen, sondern Häuser bauen sei, habe ich jetzt genau das Perfekte für dich. Während der liebe Zombie seinen Part erledigt, Jump'n'Run, darfst du hier deine Kreativität freien Lauf lassen. Nimm einfach, was du willst aus den Kisten und bau was Tolles. Egal was, doch. Bauen nur nach oben, nichts in die Erde. Es könnte was kaputt gehen. Behalte auch immer die Falltür im Boden im Auge. Wenn Zombie seinen Part erledigt hat, legt er einen Schalter um, der dir die Tür öffnet und du weitergehen kannst. Viel Spaß. Oh, ist das süß! Ich habe hier unnützes Wissen gefunden. Oh, ist das toll! Guck mal, ich habe hier voll die Stacks von Steinchen und alles. Oh, ist das toll! Oh, das ist wunderschön! Also die Map gefällt mir unendlich. Cool. Das ist toll. Gut. Wow. Tintenfische können die Farbe ihrer Umgebung annehmen und dies, obwohl sie farbenblind sind. Unnützes Wissen. Gut, ich schmeiß das auch gleich mal weg und kletter weiter. Oh, ist das toll. So. Nein, ich bin runtergefallen, aber ich darf fliegen. Aber ich habe keinen Fly-Mode, also gehe ich Wo in ist die Creative Mode. Falltür? Was meint er mit der Falltür? Ist es das hier? Nee, es ist Wolle. Ne, ich habe keine Ahnung. Au, was hat mir wehgetan? Ach, der Kaktus. Ich kann's den Kaktus rein. Kein Eingang. Wahrscheinlich das hier. Willkommen beim Base Jumping. Lesen Sie die Bedingungen. Okay. So, nun ist es sehr wichtig, dass du genau machst, was von dir verlangt wird. Also, wenn du dich für den Für bereit empfindest, dann begib dich auf den Weg nach vorne zur Absprungposition. Ob du unterwegs die Druckplatte überschreitest oder nicht, ist dir allein überlassen. Oh, das Zeit überschreitet irgendwas. Doch überlege gut. Wichtig, gehe nicht mit Geschwindigkeit nach vorne, sondern bleib vorne stehen, konzentriere dich und dann spring. Ich wünsche viel Spaß beim Sprung deines Lebens. Okay. Unnützes Wissen schon wieder. M&M's wurden eigentlich entwickelt, damit Soldaten Schokolade essen konnten, ohne klebrige Finger zu erhalten. Okay. Es war eigentlich nicht gewollt, dass ich springe, aber gut, ich hab's geschafft. Tür für deine Freundin öffnen. Bin fertig. Ich habe noch nicht mal angefangen. Tja. Ich wollte ein Haus bauen. Ach, jetzt ist hier offen. Ah, oh, guck mal, schön. Ein schöner rosa Ich zeige am Tuschchen. Ende nochmal ihren Weg für die Leute, die sich gerade wundern, wie es bei ihr Ja, das aussieht. ist echt total toll. Ich freue mich voll und ich kann gar nicht Ich lese sagen. Labyrinth und du das unnütze Wissen, okay? Okay. Ich habe auch keinen Platz mehr. Warte. So, ihr seid nun wieder beieinander. Wobei, Moment mal, da ist doch noch etwas. Ach ja, da ist eine Glaswand dazwischen. Geht nun durch das Labyrinth, findet die Kiste, übergebt diesen jeweils dem anderen beim Item-Austausch orangenen Blöcke und geht zum Ausgang. Platziert euer Item auf dem Diamantblock und die Tür öffnet sich. Viel Erfolg damit. Moment, ich habe jetzt nicht aufgepasst. Nochmal. Was soll man machen? Wir sind in einem Glaslabyrinth, sollen da Ja. durchgehen, findet eine Kiste, übergebt dieses jeweils dem anderen. Itemaustausch, okay. Orange Blöcke und geht zum Ausgang. Platziert euer Item auf den Diamantblock und bla bla. Okay, ohne zu wissen. 1567 stolperte der Mann mit dem damals längsten bekannten Bart Europas über eben diesen, stürzte die Treppe hinunter und brach sich dabei das Genick. Cool. Also, liebe Kinder, immer schön rasieren. Den Bart, nur den Den Bart. Bart, natürlich. Ups, wie schmeiße ich denn das weg? Überall anders muss es 5 Meter mindestens lang wachsen. Genau. Schatzi, wie schmeiße ich denn das weg? Mit Q oder so? Oder Mit mit C. T oder C, C, C. C? Ups, Du hast den Chat das jetzt war auf. Chat. Blablabla. Kann ich es auf einmal wegschmeißen? Ja, du kannst es aus dem Inventar rausziehen, wenn du das Inventar öffnest. Nein, ich mache es einzeln und bin gleich fertig. Blablabla. Ich will nämlich einen freien Platz zumindest. So, okay. Ja, gut, ich habe meinen Schalter schon gefunden und warte im Austauschblock für Ja, dich. nee, ich muss dir. Oh, warte, ich hab's wieder aufgesammelt. Was Weg. musst du? Nix. Ich musste doch mein Zeug Du wegschmeißen. kannst, dein Inventar ist doch riesengroß. Ja, es ist aber voll, weil ich doch so viele Sachen hatte zum Bauen und da habe ich alles voll gemacht. Hallo. Hi. Was steht da? Itemaustausch. Ja, Okay. hier, ich kann dir schon einen Schalter
gibt. Na gut, dann nicht. Ich muss ja erstmal deinen finden. Ja, ich sehe ihn. Ich nicht. Der ist, ah, da hinten. Da ist eine Kiste im Boden. Oh. Hier ist das Weg versperrt. Ja, bist recht da. Da. Aha. Guck, mein Inventar ist schon fast voll. Dann zieh halt den Rest jetzt raus. Shift-Link, klick einfach auf die Blöcke. Ja, genau. Dip, 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 dip. Dip, 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 dip. Okay. Okay. So. I'm coming back for you. La, 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 la. Ach, die Map gefällt mir, die ist echt schön. Da hat sich jemand was beigedacht und das ist, finde ich, schön. So, und jetzt? C. Ja. Sehr schön. Eine Druckplatte. Ich habe dir in meinen Schalter schon zugeworfen. Wo ist der? In deinem Inventar. Ach so. Livera. Livera. So. Jetzt muss ich wieder zurück diesen Diamantteil da, ne? Ja, genau. Und da muss ein Schalter draufkleben. Ich singe nicht la la la. Okay. So, okay. Da. Da. Da, da, hier. Oh, da, hier. Zack, Schalter. Zack. Hallo? Hallo? Jetzt, okay. Schalter geht nur noch mit Rechtsklick. Hab ich doch gemacht. Ja gut, du wolltest nur noch mal erwähnen, weil du... Hier lang, sorry für die Langeweile. Treppe. Langweilige Treppe. Ach, langweilige Treppe. Miau. Miau. Leg dir eine Falle. Ha! Oh. Warum? Oh, wie schön, guck mal. Voll toll. Das ist ein Rätsel, ne? Ausgang. Ja, es ist wahrscheinlich ein Rätsel. Ja, Parcours und unnützes Wissen. Ich lese wieder Parcours. Mhm. So, nun ist etwas eure gemeinsame Kommunizieren gefragt. Ich habe es nur falsch vorgelesen. Einer von euch, also Kommunikation von uns ist gefragt, einer von euch beiden begibt sich auf den Weg durch den Eingang und der andere errichtet durch das Betätigen der Druckplatten den Weg durch den Parcours. Am Ende muss nur noch der Schalter umgelegt werden und schon öffnet, ist die Türe offen. Okay, so wie bei Portal, weißt du? Jo. Cool. Gehst du da rein? Ich soll reingehen? Ja, ich glaube, das wäre besser. Okay, ich muss hier rein. Wahrscheinlich mit Gelb. Ah, nee. Ja, doch, anfangen mit Gelb. Auf Gelb stehe ich. Ja. Geh nochmal runter von Gelb. Geh mal auf Orange. Geh ich auf Orange? Aha, warum geht Gelb nicht? Geh nochmal auf Gelb. Gelb geht nicht. Oh nein. Und jetzt? Jetzt geht die Map nicht. Ich nehme mal kurz den Liebesblock. So, jetzt drück Orange. Ja. Jetzt Rot? Aber du fährst ja dann runter. Oh nein. Gott, du musst mal timen. Nö, es hat Zeit. Der bleibt eine Weile ausgefahren. Okay, ich gehe jetzt auf Rot. Ja. Jetzt lila. Oh, hä, ich stehe doch drauf auf Rot. Nein, jetzt stehst du auf Rot. Ah, bin wieder runtergefallen, Entschuldigung. Orange. So. Rot. Lila. Okay. Okay. Vielleicht funktioniert jetzt Gelb. Ich versuch's mal. Ja. Nee, Gelb geht nicht. Hm. Nächstes ist... Orange. Bleib da mal drauf. Ja. Da bleibe ich jetzt auch drauf. Okay, hab's. Cool. Finde ich sehr schön. Hast du es unnütze Wissen vorgelesen? Oder? Nein, ich bin gerade so begeistert. Entschuldigung. Bei Uhren in Werbespots stehen die Zeiger oft auf 10 Uhr und 8 Minuten. Okay. Auf 8 mal. Ja. Hast du deinen Block wieder mitgenommen? Ich nehme einfach hier den da. Aber das ist nicht der Liebesblock. Doch, der ist auch rot. Das kannst du doch nicht machen. Wie geht's weiter? Okay. Eine Bootstour. Bootsfahrt. Und ein Buch, unnützes Wissen. So, ihr seid nun auf den unerklärlichen Weise in einem alten ägyptischen Kanalsystem gelandet. Nehmt beide ein paar Boote und fahrt den Kanal ganz ab und kommt heil am Ziel. Es wird eine rasante Fahrt. Viel Spaß. Okay. Nimm mehrere Boote mit. Die gehen, ja. Die gehen gut kaputt und leicht immer kaputt, diese Boote. Mhm. Immer diese Boote. Warte, ich lese erst das unnützes Wissen dann vorher. Okay. Ich glaube, es ist das hier. Katzen können nichts Süßes schmecken. Boah. Krass. Okay. Body. Das muss ich jetzt einfach reinsetzen mit Rechtsklick. Genau. Muss einfach schauen, wo es geht. Bisschen mittiger. Vielleicht nicht in dich selber rein. Ah, cool. Du hast mein Boot kaputt gemacht. Entschuldigung. Das ist ein Holzblock. Das ist ein Block. Ja, wenn ein Boot kaputt geht, kriegst du Holzblöcke raus. Ja, WTF. Hallo?
So. Halt! Rechtsklick. Mutti! Einsteigen mit Rechtsklick. Genau. Okay. Miau. Oh, cool, das ist kaputt. Wie gesagt, die gehen leicht kaputt. Okay, komm her, Boot. Komm her, Boot! Nein! Verdammt! Okay, der Tipp mit den mehreren Booten war gut. Nein, ich will nicht aussteigen. So, okay. Das kannst du lenken, ne? Okay. Uah, okay. Lalala. Warum fahrst du so rein? Weil du gegen das andere Boot gecrashed bist. Okay, aber mir ist mein Boot nicht kaputt gegangen. So. Out. Okay, mein Boot ist kaputt. So. So. Geht's noch weiter? Aua. Ah, Entschuldigung. Jetzt habe ich keins mehr. Du hast noch eins. Ich habe noch welche, ja. Ja, wir müssen mit unserem Boot da reinfahren. Okay. Miau. Das ist gar nicht so leicht. Warum gehen denn diese Boote so schnell kaputt? Komm her. Fahr da rein. Fahr da rein. Ach, das ist ein Aufzug. Cool. Ja, weil Boote immer nach oben getrieben werden. Ich warte mal hier so ein bisschen. Ja, bin gleich da. So. Hallo. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Aber auch voll cool, so wirklich im ägyptischen Stil gebaut, so hier mit den Steinen. Voll toll. Und hier so, yeah, geil, wie so eine Bumperfahrt, weißt du? In so Freizeitparks gibt es diese Bumperboote. Kennst du die? Nein. Nicht? Nein. Das sind so Kreise, so Reifen, da sitzt du dann drin und dann fährst du durch so einen Wasserfall und voll cool. Okay. So, was steht hier? Langsam, langsam. Okay. Okay. Ja, schnell war es ja jetzt nicht bis jetzt. Langsam, langsam. Boti, dreh dich! Ach, also die Steuerung von dem Boot ist ja mal echt... Unnützes Wissen. Die Nationalhymne von Griechenland umfasst 158 Strophen. Davon werden allerdings meist nur die ersten beiden gesungen. Und okay. Du bist nicht langsam, langsam gefahren, wie auf den Schildern stand. Und deswegen ist dein Boot kaputt gegangen. Entschuldigung. Nach dem Liftausstieg. Okay. Ich habe ja noch ein Boot. Ich ja, warte noch, bis ich drin bin. Sonst ja, muss ein erstes Boot hinsetzen. Komm her. So. Draußen voll der Sturm. Ja, es ist voll windig draußen. Aber voll cool. Voll windig, aber cool. Ja, ist schön. So. Ach oh Gott, guck mal, ist hier schon Regenbogen und alles. Oh, wie steige ich aus? Aussteigen. Ich glaube, das ist ein Gas, der einen Regenbogen kotzt, wenn ich es richtig sehe. Wie süß. Ja. Ja, oh Gott, wie cool. Oh Gott, ich liebe diese Map. Die ist echt toll. Die ist wunderschön. Vielen Dank fürs Spielen, steht hier schon. So ein Buch? So, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt die Map nun erfolgreich abgeschlossen. Ich hoffe, sie hat euch beiden ebenso viel Spaß gemacht wie mir beim Bauen. Ja. Wenn dies der Fall ist, wäre es richtig episch, wenn ihr mir ein Abo auf YouTube lassen könntet. Ich wäre dann wohl der glücklichste Let's Player auf YouTube. So mit einem Abo von Zombie und oder Miss Chessie. Okay, Schluss mit Träumen. Meine Fantasie dreht sonst noch völlig durch. Okay, nehmt diese vordere Seite nicht ganz so ernst. Auch wenn es wahrscheinlich noch ziemlich episch wäre, müsst ihr zugeben. Ja, wir würden deine Videos eh nicht anschauen, also. Das würde also nicht sehr viel bringen. Ihr habt nun die Gelegenheit, zu Miss Chessies Spielplatz zurückzugehen und gemeinsam weiterzubauen. Oder aber, Zombie, du schaust einfach, was deine Liebste so Tolles gebaut hat. Ihr kommt dorthin zurück, indem ihr der Leiter am Regenbogen des Gasts hochklettert und dann dem Weg folgt. Den Geist habe ich übrigens zu 100% selbst gebaut. So, noch, ich wünsche noch viel Spaß und so, bewertet dann, kann dann die Map dort, wo ihr gerade Lust dazu habt. Was in die Luft zu sprengen, aber bitte nicht den Gas, der hatte euch nichts getan. TNT findet ihr auf der Kiste, wenn ihr den Weg zu Miss Chessies Spielplatz folgt. So, das war's dann nun wirklich von mir. Ich bedanke mich nochmal fürs Spielen und vielleicht bis auf eine der nächsten Map oder auch auf meinen YouTube-Kanal. Ach, wie schön. Nein, also ich bin echt voll... Halt! Unnützes Wissen wurde ermöglicht durch unnützes Wissen von unnützeswissen.de. Im Buch in der Truhe sind ganz viele Blümchen. Echt? Oh, wie süß. Rosen. Oh, nice, süß. Also ich bin echt komplett sprachlos gerade. Ich finde es total toll. Echt, das war eine wunderschöne Map. Ich weiß gar nicht, was ich da bemängeln soll irgendwie. Voll toll. Mein Weg war voll toll, genauso wie ich das mir wünsche. Ich hatte einen Spielplatz zum Bauen. Ich hatte zwar nicht so viel Zeit, weil Schatzi so schnell war wieder mit seinem Jump'n'Run. Und jetzt können wir da nochmal zurückgehen und uns das angucken. Und oh, ich finde das so toll. Und die Map ist so schön gebaut. Guck dir das doch mal an. Ja? Hier so mit dem Gast und... Ich sag doch gar nichts dagegen. Guck mal, hier ist sogar ein Beachvolleyballplatz. Nein, wie schön, ey.
Also das ist echt wow. Das ist eine wunderschöne Map und der hat sich wirklich ganz, ganz, ganz viel Mühe gegeben und oh. Oh, ich bin so begeistert, ey. Das war echt eine schöne Map. Doch, das freut mich. Dann geben wir der Map ein CH für Jessie. Ja, ein CH mit Plus und Sternchen und Herzchen und Gonzos und das war echt. Und Gonzos. Nur eins frage ich mich noch, warum dieser rote Block noch? Den haben wir doch angeblich gebraucht, oder? Eigentlich, ja. Vielleicht hat er es vergessen. Das ist nicht schlimm, das ist nicht schlimm. Das übersehe ich. Aber Boah, ist sein Haus schön. ja, ich habe gerade mal den Grundriss von meinem Haus gebaut und dann war es schon fertig. Ja. Du wolltest noch meinen Weg abgehen, übrigens, damit die Leute sehen, dass ich gelaufen bin. Ja, wir kommen ja sowieso hier nochmal zu dir, also. Guck mal, da ist ein Hühnchen. Wo kommt denn das her? Das Ex Hallo. Ist da runtergefallen? Hallo, mich der Huhn! Hä? Ich habe mich in der Luft aus Versehen umgedreht. So, wo haben sich die Wege getrennt? Hier haben sich die Wege getrennt. Ich Upp. bleib hier, ja. So sah Miss Jessies Weg aus, während ich die 1000 Jump'n'Runs starte. Genau. Dann kannst du hier einfach so schön Das drüber. war total toll. Am Anfang hatte ich noch so Leitern, wo ich dann hoch konnte, und hier wurde es dann schwerer. Da gab es dann keine Leiter mehr. Aber ich habe das alles geschafft, und dann mit dem Spielplatz und mit den tollen Kisten und dem ganzen Zeug drin. Also es war echt schön. Ich zeig dir nochmal meinen Weg. Ja. Mein Weg hat schon schwerer angefangen als. Na gut, so. Dann baue ich hier schon Schau. mal die Bewertung. Nein, du sollst ja den Weg. Ich will Ach dir doch den so. Weg zeigen. Die Leute haben doch den Weg gesehen. Entschuldigung. So. Dann muss ich hier da hochklettern, darüber, da lang, da. Dann hier lang klettern, dort Oh Gott. hier oben entlang, Oh Gott. darüber klettern, hier. Dann muss ich da unten hineinspringen in diesen Käfermund. Nein, Miau. wie cool, so ein Käfermund. Wie geil. Und dann war ich beim Labyrinth. Und das habe ich geschafft in der Zeit, wo du da deine drei Sprünge hattest und einen Umriss gebaut hast von deinem Haus. Nee. Nee. Nein, aber trotzdem, ich. Und das ohne zu wissen ist total lustig. Also ich finde es total toll und. Ach Mann. Ach Sehr Mann. schöne Map. Ja. Wunderschöne Map. Ich lasse jetzt einfach die Map, wo ich mit Miss Jessie spiele, die Maps immer von Jessie bewerten. Natürlich, eure Meinung ist uns auch wichtig. Könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, was Na ihr besser klar. gemacht hättet, was ihr schlecht an der Map fandet, was ihr so toll an der Map fandet. Schreibt es einfach alles rein, aber bitte immer alles schön begründet, nicht nur A plus falsch, also. Ja. So, das nehme ich. Und Jessie baut jetzt einfach noch wahrscheinlich vor sich hin. Ja, ich baue jetzt die Bewertung. Ach, du brauchst eine Bewertung? Ja. Okay. Ups. Aus Emerald-Blöcken. Ja. Game Mode 1, Miss Jessie. Oh ja, das wäre nett. So, jetzt kannst du ja jeden Block unendlich setzen und kannst alle mit einem Schlag abhauen. Das ist nett. C. Also CH steht für ultra gut, nicht Ja, für episch, WC. ultra, wahnsinnsgut. Komisches Haar. Sehr komisches Haar. So. Da. So. CH. Für gute Map. So, und dann kriegt es noch ein Herz. CH Herz ist die CH Bewertung. Herz. Okay. Obendrauf vielleicht, oder? Wo du möchtest. Ja, ich mach's obendrauf. Ich gucke den drauf. Kiefer weiter an, weil er mich so anglupscht. Das Käfermunddingen. Ja. Das ist voll süß. So. Ja, genau, helf mir mal. Wunderschön. Bitte sehr. So. Gut, dann haben wir die Map auch bewertet. Schöne Map, Ja, sehr schön. wirklich schön. Lohnt sich bestimmt auch für andere Leute, die nochmal zu spielen. Ja. Falls ihr gerade zugesehen habt, ladet sie runter, schenkt dem Typ 500 Euro. Nein, ich würde keine Adfly-Links verlinken, weil das Kacke ist. Das ist so süß mit diesem Volleyballplatz und Pool und Kram. Voll schön. Ja, ich glaube, Adfly-Links sind sowieso auf YouTube verboten, also. Ja, ich glaube So auch. kann man das sowieso gleich Dann vergessen. guck dir den Gast an. Boah. Voll schön. Also, die hatte wirklich alles, was ich mag: Regenbögen, pinke Wolle, Zeit zum Bauen, Spielplatz, ein Garsti, ein Huhn, das irgendwie mysteriöserweise aufgetaucht ist. Ja.
Ah, ich bin so begeistert, es freut mich echt jetzt. Schöne Map, schöne Map, schöne Map. Mehr kann ich nicht sagen. Schöne Map, schöne Map, schöne Map. Dreimal schöne Map. Ja. Gut. Dann, wie gesagt, schreibt, was ihr meintet, was eure Meinung ist, was ihr meinen würdet. Wer was wie meint, was eure Mutter dazu zu der Map meint, was euer Vater zu der Map meint, euer kleiner Bruder. Schreibt es in die Kommentare. Das Huhn schreibt auch seine Meinung gleich in die Kommentare. Es legt ein Ei für die. Ich finde die Map so geil, dass es ein Ei legt. Hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Adventure Your Minecraft. Bis dann, euer Zombie.